7.54 Uhr. Ach, komm schon. Nicht mehr lange. 8 Uhr. Wir können los. Oh yeah. Denn heute ist die große Premiere des neuen Barbie-Films. Mein Name ist Easy Cheesy. Und damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft House. Leute, wir sind in unserem neuen Haus hier. Mein neues Schlafzimmer. Aber wir müssen gleich los. Denn wir müssen zur Premiere, denn heute startet endlich der Barbie-Film in den Kinos. Ich freue mich seit Jahren darauf, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten warte ich auf diesen einen Film und er kommt endlich in die Kinos. Oh mein Gott, wir müssen los. Okay, Lia wartet, glaube ich, schon auf mich. Die hat nämlich gesagt, dass sie mich um 8 Uhr abholt. Dann gehen wir doch jetzt mal schnell runter. Warte mal, Oma, wo ist Schinken? Ich muss Schinken noch Tschüss sagen. Ich muss Schinken noch füttern. Ich komme gleich, Oma. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo Schinken ist. Schinken, bist du im Badezimmer? Bist du am Baden? Nö, Badewanne ist leer. Ich hab dich doch gerade gehört. Kam das von oben? Ich glaube, das kam von oben. Schinken, was machst du denn da schon wieder mit dem Lama? Was ist denn jetzt los? Hier, deine guten Morgen-Karotte. Kannst du einmal kriegen. Aber jetzt musst du dich anziehen, denn es geht los zum Barbie-Film, Schinken. Beeil dich. Ja, zieh dich. Nein, du sollst nicht dein neues Plüschtier anschauen, das es wieder im EasyMouse.shop gibt. Schinken, wir wollen zum Barbie-Film. Jetzt gleich. Okay, dann bleib einfach hier. Bleib einfach hier. Bleib bei deinen Plüschtieren. Mach, was du möchtest. Das gibt's übrigens jetzt wieder endlich zur Verfügung im EasyMouse.shop. Das Schinken-Plüschtier. Limitiert und schlag zu, solange es noch da ist. Aber ich werde mich jetzt hier einmal verabschieden. Ich kann nicht den ganzen Tag da auf dem Dachboden mit Schinken rumrennen. Denn, wo ist Oma? Ah, da ist sie. Oma, ich muss los. Ich gehe jetzt zum Film. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis heute Abend, Easy. Ja, okay, bis heute Abend. Viel Spaß bei der Premiere. Jo, danke. Bis dann. Tschüss. Oh, Lia. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Oh mein Gott, du wartest schon lange, oder? Steig schnell ein. Ich fahre. Was, du fährst? Nee, das... Lia, das... Nein. Wir müssen los. Komm schon, Easy. Was? Oh. Oh nein. Sie fährt wirklich. Das ist nie ein gutes Zeichen. Lia, fällt dir eigentlich auf, dass du auf der falschen Straßenseite fährst? Könntest du bitte rüberfahren auf die... Da, nein, nicht auf den Gehweg. Nicht auf den Gehweg. Halt an, da ist eine Ampel. Wir stehen mitten auf der Straße. Oh, Lia... Easy, ich bin so nervös. Dann, heute ist die Barbie-Premiere. Ja, ich weiß, Lia, aber du kannst nicht einfach bei Rot fahren. Lia, was machst du denn? Nein! Stopp, anhalten bitte. Oh nein, ich darf nicht noch einen Strafzettel bekommen. Aber Lia, warum fährst du denn einfach bei Rot? Beim nächsten Mal stecken die mich ins Gefängnis. Was? Nein, dann lass uns das Steuer tauschen. Ich mach das. Okay, nein, jetzt sitze ich am Steuer. Oh Gott, der Polizist. Wir halten ja schon an, Sir. Ich bin, Führerschein, bitte. Ja, na klar. Also, das tut mir leid, das mit der roten Ampel. Ich habe die irgendwie einfach übersehen. Hier, sehen Sie, dass, ich bin schon lange Autofahrerin. Bestimmt schon, anderthalb Jahre oder so. Du bist bei Rot gefahren. Dein Führerschein ist weg. Was? Nein. Nicht, nein. Du hast 7 Tage Sperre. Du hast 7 Tage Sperre. Danach darfst du ihn neu machen. Ich habe 7 Tage lang keinen Führerschein? Ja, und das Auto wird konfisziert. Was zum... Der hat sich einfach mein Auto... Also, nee, warte mal. Das ist ja gar nicht mein Auto. Das ist ja Lias Auto. Lia, der hat sich einfach dein Auto geschnappt. Der Polizist. Was machen wir denn jetzt? Wie sollen wir... Ach, so ein Mist. Das tut mir so leid, Easy. Wir müssen zur Barbie-Premiere kommen, Lia. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Hast du ein Fahrrad oder... In 7 Tagen darfst du den Führerschein neu machen. Ich helfe dir auch beim Lernen. Lia, du fährst über rote Ampeln und auf der falschen Straßenseite. Ich weiß nicht, ob ich deine Hilfe wirklich haben möchte. Wollen wir sonst mit dem Bus zur Premiere fahren? Das müssten wir doch schaffen. Ja, können wir machen. Ist eine gute Idee. Immerhin können wir noch den Bus nehmen, Lia. Oh, pass auf, hier ist voll viel Matsch. Ja. Hast du deine Monatskarte dabei? Ja? Okay, perfekt. Weil ich glaube nämlich, da kann sie jemanden mitnehmen. Und, naja, dann kann ich kostenlos fahren. Denn ich habe nämlich auch kein Geld dabei. Dann setzen wir uns einfach mal hier hin und warten auf den Bus. Lia, setz dich... War das ein Auto? Nein! Nicht sein Ernst! Was soll das denn?
Oh nein, nicht das noch. Ich bin komplett schmutzig, Lia. Und du, glaube ich, auch. Oh mein Gott, wir sehen aus, als wären wir Aiden. Jetzt müssen wir nach Hause gehen und uns waschen. Wir schaffen es niemals rechtzeitig zur Premiere. Schnell jetzt, Leute. Wir müssen jetzt nur noch kurz uns umziehen. Oma ist... Oh nein, meine Sachen... Izzy, was hast du mit deinen Sachen angestellt? Ich bin überfahren worden fast von einem Auto. Das hat mich halt... Zieh dich um. Das muss ich sofort waschen. Okay, ich beeil mich. Okay, ich habe mich umgezogen, Oma. Die Sachen liegen oben. Tut mir leid, dass du es jetzt waschen musst. Oh Gott, die Arme. Lia, warte mal, Lia, wir müssen Lia... Ich habe noch mein Moped. Oh, ich könnte mit dem Moped... Oh nein, das hat kein Benzin. Das hat einfach kein Benzin. Oh, warte, Lia, woher... Hast du dir ein neues Auto gekauft? Was? Komm, steig ein. Wir kommen noch rechtzeitig zur Premiere. Woher hast du so schnell ein neues Auto bekommen? Nein, Lia, ich fahre nicht mit deinem Auto wieder. Du hättest gar keinen Führerschein mehr, wenn ich nicht für dich eingesprungen wäre. Du kannst nicht Auto fahren. Aber mit dem Fahrrad schaffen wir es nicht. Los, steig ein. Das ist doch kein Fahrrad, Lia. Das ist ein Moped. Okay, whatever. Let's go. Fahren zur Premiere. Oh nein, das Steuer easy. Lia, was ist denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Oh nein. Geht's dir gut? Was zum... Du bist in die Wand gefahren. Oh mein Gott. Es hat sich einfach gedreht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Lia, du bist gegen die Polizeistation gefahren. No way. Oh oh, der Officer. Der Officer schon wieder. Ihr schon wieder. Dieses Mal will ich auch deinen Führerschein, junge Dame. Das Auto ist konfisziert. Und ihr beide, ihr kommt jetzt mit. Na, das ist jetzt ganz klasse gelaufen, Lia. Wir wollen eigentlich zur Barbie-Premiere. Und jetzt sitzen wir im Gefängnis fest. Das war wirklich nicht so geplant. Ja, gut. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen zum Barbie-Film. Bist du schon mal aus dem Gefängnis aus? Du bist eine Meister-Einbrecherin. Vielleicht bist du ja auch Meister-Ausbrecherin. Bring uns hier raus. Irgendwie. Oh, der Polizist. Hallo, Sir. Sie haben nichts gehört. Jemand kommt euch abholen. Habt ihr ein Glück. Jemand kommt uns... Eure Führerscheine sind erstmal weg. Ihr habt beide 7 Tage Sperre. Nur 7 Tage für Lia? Okay, gut, was auch immer. Jetzt raus. Ich brauche die Zelle für echte Verbrecher. Wir dürfen rausgehen. Lia, komm mit. Wir sind frei. Der Polizist lässt uns gehen. Wer uns wohl abholt? Hier müssen wir lang. Was ist das hier? Oma! Du holst uns ab. Dankeschön. Wir haben ein bisschen Mist gebaut heute. Es tut mir leid. Da seid ihr ja. Ist alles in Ordnung? Ja. Uns geht's gut. Wir sind nicht verletzt. Lias Auto ist kaputt. Aber das ist ja... Naja, wie konnte das nur passieren? Lia ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, Oma. Die fährt die ganze Zeit gegen irgendjemanden oder irgendetwas und... was? Lia, hast du mich gerade geboxt? Ja, tut mir leid. Du bist keine Gefahr für die Allgemeinheit. Nur für die meisten Leute. Oma, können wir bitte trotzdem zur Premiere? Wir würden uns so freuen. Du kannst uns danach auch Hausarrest geben, oder? Na gut, aber nur, weil ihr euch so darauf gefreut habt. Yes! Wir dürfen zur Premiere, Lia. Danach habt ihr aber eine Woche Hausarrest. Ich werde mit deinen Eltern sprechen, Lia. Oh, eine Woche Hausarrest. Ich glaube, das ist es mir wert, zur Premiere zu gehen. Okay, auf geht's. Oma, du fährst uns doch bestimmt, oder? Dankeschön. Auf geht's ins Kino. Let's go. Es ist gar nicht mehr weit. Ich glaube, du musst hier links abbiegen, Oma. Ja, genau. Okay. Wir sind da. Das Kino. Oh mein Gott, Lia. Schnell. Wir sind da. Aussteigen, Mädchen. Viel Spaß bei der Premiere. Dankeschön. Bis dann, Oma. Tschüss. Oh. Ach, Lia, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Aber, Lia, schau dir das mal an. Wie viele Leute sind denn da? Das ist ja eine riesige Schlange. Die reicht ja... Oh, nein. Die Schlange ist so lang. Das schaffen wir niemals. Nee, das glaube ich nämlich auch nicht, dass wir das nur schaffen. Wir können uns ja anstellen, aber... Ich weiß nicht, Lia. Warte mal. Das... Ist das... Ist das Barbie? Lia! Hey, psch. Lia, da hinten? War das gerade Barbie da vorne? Hast du sie... Hast du gesehen, Izzy? Das war Barbie. Hinterher! Was, wirklich? Leise.
Warte mal, meinst du, das war die echte Barbie? Kann das sein? Ist sie hier rein? Kommt man da... Kommen wir nicht rein? Die stehen da auch noch an. Wo ist sie denn hin? Warte mal. Ist sie... Ja, ich glaube, sie ist hier vorne. Komm jetzt schnell. Beeil dich. Ich glaube, sie ist hier reingegangen. Kann das sein, dass sie... Die Tür zu... Das ist Barbie! Lia, das ist wirklich... Hey, ihr zwei, seid ihr hier eingebrochen? Wir sind hier... Wir haben nur... Security! Lia, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Oh mein Gott, die Ratte will mich fressen! Was machen wir denn jetzt? Nein, wie uns das immer passiert. Ich weiß. Oh Gott. Der Polizist, Lia? Oh nein. So schnell kommt ihr dieses Mal sicher nicht wieder raus. Oh nein. Ich verspreche, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben hier Auto fahren lassen werde. Freunde, das war's mit unserer heutigen Folge. Schaut im easymouse.shop vorbei und gönnt euch das mega süße Schinkenplüschtier. Wir sehen uns im nächsten Mal.